Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Game of Thrones Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Replay Games for You. Und muss sagen, ich habe jetzt nebenbei angefangen, die Game of Thrones Bücher zu lesen, oder A Song of Ice and Fire, wie es vielmehr heißt. Und ja, fantastisch. Macht unheimlich viel Spaß. Und ist sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen lernt man auch viel mehr über die Story, als wenn man nur die Serie sieht. Unheimlich praktisch. So, jetzt waren wir doch mit Mors hier unterwegs und haben nach dem abgehauenen Bogenschützen gesucht. Beziehungsweise vielmehr mit seinem Hund. Leibwechselstimmung. Ihr könnt die Gefühlslage der Person in eurem Umfeld erkennen. Alarmierte Gegner können anhand eines Erkennungsrings, der sie umgibt, identifiziert werden und können nicht Opfer eines Überraschungsangriffs werden. Ruhige Gegner sind mit einem Erkennungsbogen markiert und können getötet werden. Okay. Dieser Kerl scheint nervös zu sein. Ich kann seine Aggressivität spüren. Okay. Ich habe jetzt auch nochmal die Sprachausgabe ein bisschen lauter gemacht. Nee, Moment, wieder raus. Wie ging das nochmal? So. Der macht da rum. Was soll dieser ganze Lärm? Also man darf nicht einfach so hinrennen. Verschwinde, dreckiger Köter. Dann müssen wir es dem zeigen. Oder erstmal labern. Ihr seid ein Bruder der Nachtwache, nicht wahr? In der Tat. Und wenn du meinen Hund noch einmal anfasst, wirst du dafür bezahlen. Verzeiht. Wenn ich gewusst hätte, dass das euer Hund ist, ich hätte es nicht gewagt. Es ist nur so, dass ich diese Biester nicht leiden kann. Verschone mich mit deinen Ausflüchten. Warum hast du von der Nachtwache gesprochen? Ach, nur so. Ich war nur neugierig. Man trifft euresgleichen nur selten allein in den Wäldern an. Vielleicht hatten der... Ja, genau. Vielleicht hat der Potti gesehen. Ich suche einen meiner Kameraden. Einen anderen schwarzen Bruder. Sprich, hast du ihn gesehen? Nein, leider nicht, Mylord. Vielleicht hat ihn jemand aus meiner Familie gesehen. Deine Familie? Ja, sie ist ein wenig weiter dort drüben. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Sie haben ein Feuer gemacht. Und warum seid ihr hier in dieser Gegend? Aus keinem besonderen Grund. Wir sind immer unterwegs. Heute hier, morgen dort. Wir kaufen, wir tauschen, wir verkaufen. Du solltest zu ihnen gehen. Diese Wälder genießen zwar den Schutz der Nachtwache, aber es ist nicht sicher, hier allein herumzulaufen. Sehr wohl, Mylord. Das sind doch Diebe, oder nicht, nach meiner Meinung. Das hört sich suspekt an. Was ist das hier? Wie können wir nochmal auf den Begleiter wechseln? Mit Viereck, glaube ich, genau. Hier ist diese Spur. Müssen erstmal den Potti finden. Man kann nicht einfach so von der Nachtwache abhauen. Ich würde sagen, es wäre besser, wenn wir dorthin gehen, vielleicht. Vielleicht müssen wir denen ja auch einfach mal einen auf die Mütze geben, ne? Das weiß man ja nicht. Nein, wenn ich jetzt gehe, werde ich Potti niemals finden. In die Richtung ist er nicht gegangen. Davon bin ich überzeugt. Okay. Dann hat er uns in die falsche Richtung hingedreht gehabt, der Sack. Nachdem wir wieder zurück sind. Ruhe! Jemand kommt! Warum? Warum Ruhe? Was hat das zu bedeuten hier? Guten Tag, Mylord. Es muss die Familie sein, aber das sind drei Männer. Wieso ist das eine Familie? Macht keinen Sinn. Mir ist ein junger Mann über den Weg gelaufen, der behauptet, in diesem Gebiet hier mit seiner Familie unterwegs zu sein. Gehe ich recht in der Annahme, dass er euch meinte? In der Tat. Er erzählte uns, dass er einem Bruder der Nachtwache begegnet sei. Ich nehme an, ihr seid auf der Suche nach einem eurer Kameraden. So ist es. Ein junger Mann, ganz in Schwarz? Ja, wir haben ihn gesehen. Er hielt nicht inne, sondern rannte wie ein Fuchs davon. Aeron, zeigst du unserem Freund der Nachtwache bitte den Weg? Gut. Okay, ob der uns traut? Oder wir ihm trauen können? Das hoffe ich. Was meint ihr damit?
Du kennst Mulwarft, richtig? Ja, es ist so ziemlich das einzige Dorf in der Nähe. Und dort gibt es Huren. Also kennt man es. Ganz genau. Der Platz seines schwarzen Bruders befindet sich an der Mauer. Nicht zwischen den Schenkeln einer Hure. Ach, ein bisschen Geflügel hat noch niemandem geschadet. Darum geht es nicht. Was passiert Seid jetzt? Gegrüßt, euer Lordschaft der Nachtwache. Gut gemacht. Ein weiterer Narr tappt in unsere Falle. Mir gefällt dein Ton nicht. Oh, kein Grund, die Fassung zu verlieren. Wenn ihr kooperiert, werden wir euch nichts antun. Gebt mir eure Geldbörse, Stiefel, Waffen und alle anderen Wertgegenstände. Sie haben sich den Falschen ausgesucht, den haben wir auf die Fresse. Ihr wisst nicht, mit wem ihr es hier zu tun habt, Abschaum. Oh doch, mit einem Bruder der Nachtwache. Ironie des Schicksals. Ihr sollt den Frieden bewahren und wir kommen einfach daher und rauben euch aus. Seid ihr schon einmal einem Mann begegnet, den man besser in Ruhe lässt? Ich bin ein solcher. Der Kerl ist total verrückt. Zwei kleine Welpen und ihr Vater. Ich werde nicht einmal ins Schwitzen kommen. Ihr habt recht. Je mehr irre, desto besser. Hier entlang, mein Freund. Wir haben Kundschaft. Da täuscht ihr euch. Da ihr nicht kooperieren wollt, bedienen wir uns einfach selbst. Einen Scheiß macht ihr, Mann. Was haben wir hier? Betäubungsschlag, machen wir auch mal. Nächsten Betäubungsschlag. Können wir auch auswählen natürlich. Die anderen hier kaputt machen auch. Ist noch einer. Den müssen wir kaputt machen. Betäubungsschlag, das gehen wir hin. Bisschen Energie sammeln. Ne, ich will den da. Ja, dann machen wir es so. Machen wir hier Betäubungsschlag. Hauen wir ihn um. Den da. Schön betäubt, damit er uns weniger Damage machen kann. Jetzt den da. Auch nochmal betäuben. Nochmal betäuben. Betäuben, Junge. Ah, knapp, aber wir haben es geschafft. Sehr gut. Nochmal. Super betäubt. Zum Glück haben wir unseren Hund. Und er ist down. Alle haben wir sie kaputt gemacht. Super. Habt Gnade, Milord. Verschont mich und ich werde euch verraten, wo unsere Beute vergraben liegt. Ihr werdet es nicht bereuen. Ihr werdet reich sein. Wir hören uns erstmal an, was er... Ne, Gold interessiert mich nicht, sagen wir. Wir sind Moors, wir sind für die Nachtwache und total super gut. Ich bin nicht an Gold interessiert. Stirb, du Bastard. Genau, das nennt man Selbstjustiz. Diese Schwachköpfe können ihre Tricks in den sieben Höllen versuchen. Einfacher Dolch. Hier ist noch was zum Looten. Ein blödes Messer, sonst nix. Wechseln wir mal. Wo ist hier der Geruch? Der war doch hier, oder? Genau. Wie konnte man den denn nochmal rufen? Hier hinten rum müssen wir. Was ist das hier?
doch irgendwas mit dem Hund, oder? In diese Richtung geht's weiter. Dann hier rum. Und da den Pfad entlang. Also hier, hier. Dann hier rum wahrscheinlich. Und dann doch hier rum. Wechseln wir nochmal auf den Hund. Das hier für eine Spur, irgendeine. Da geht's zu Potti. Pottis Geruch ist das Einzige, was wir nehmen können. Wo ist unser Hund jetzt? Hier hinten. Was war das für ein Geräusch? Gibt's hier Monster? Ist ja unheimlich. Da ist sein Geruch gewesen, okay. Können wir wechseln. Wahrscheinlich müssen wir als Hund da durch. Nehme ich mal an. So, okay. Da kämpft er gerade, okay. Mit einer Frau. Entleere deine Taschen, sofort. Kommt nicht näher. Ich tue, was ich will. Okay, das machen wir. Ich habe gestern nichts gegessen. Bei den Sieben fällt ein Glück. Beißen wir ihm die Kehle durch. Mein Gott, ist der Hund hässlich. Ich bin fertig mit diesem Feigling. Es wird Zeit, dass ich zurückkehre und Mormont von der Eismark-Mission berichte. Die Frau ist auch weg, okay. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier in diese Richtung. Das ist ja komisch gewesen. Seltsame Quest. So ein bisschen Hundetutorial kommt es mir vor. Verstehen auch diese komischen lila Punkte auf dem Boden noch nicht so wirklich. Wozu die da sein sollen oder was der Sinn davon dann ist. Aber wir haben immerhin diesen Potti ausgeschaltet. Der hat uns ja einfach zum Sterben zurückgelassen. In die schwarze Festung. Es geht ja recht fix einfach so. Schnellreisesystem ist immer schon ganz praktisch. Na komm, lad schon. Manche Schlacht wird mit Schwertern. Was für... Ah, okay. Moos, der Lord Kommandant erwartet dich. Er hat mich auf die Suche nach dir geschickt und angeordnet, dass du bei deiner Ankunft sofort zu ihm kommst. Ja, dann gehen wir doch gleich zu ihm. Mormont wird sich einen Moment gedulden müssen. Es gibt einige Dinge, die ich erledigen muss, bevor ich zu ihm gehe. Nun gut, Moos. Einer der Männer der Halbhand berichtete uns von den Ereignissen aus Eismark. Ich weiß, der Winter naht. Geh dich aufwärmen, Luthor. Ich gehe zu Mormont. Okay. Dann speichert er auch gerade. Würde sagen, das ist ein guter Punkt, um mal einen Cut zu machen. Ich bedanke mich für immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.